Hallo Westwing, willkommen in schönen Weinheim. Wir leben hier auf knapp 300 Quadratmeter und 11 Zimmer. 8 davon zeige ich euch heute und jetzt los geht's. So, später zeige ich euch noch unseren Garten, aber erst beginnen wir hier im Wohnzimmer. Kommt mit. So. Zu unserem Wohnzimmer kann ich euch erzählen, dass ich das hier eigentlich relativ hell gehalten habe oder wir es relativ hell gehalten haben, weil wir die Farben beige, schwarz, weiß sehr mögen und dementsprechend haben wir uns auch so eingerichtet. Also Farben, die eigentlich gar keine Farben sind, ne? Das sind unsere Lieblingsfarben. Mein Name ist Nahisa, ich lebe hier im schönen Weinheim mit meinem Mann Sebastian und meinem Sohn Noah, der gerade im Kindergarten ist. Und hier bei mir ist unser Mowgli, der gerade etwas misstrauisch ist. So, jetzt gehen wir zu unserer Bilderwand. Hierzu kann ich euch erzählen, Frida Kahlo, ich liebe sie, ich liebe ihre Story, ich liebe ihr Leben. Ich habe ihr Buch gelesen, deshalb hängt sie hier. Hier da oben, das ist Hemingway's. Der hängt da, weil unser Vater hatte ehemals ein Restaurant, das hieß Hemingway's Terrassa. Und damit verbindet man halt einfach diesen Dichter und diese Erinnerung, die man hat. Und ansonsten sind das tolle Schauspieler, die wir ganz doll mögen und die Filme auch alle schon bis jetzt fast gesehen haben. Dementsprechend ist das unsere Wall of Fame. So, jetzt gehen wir rüber ins Kaminzimmer, dann zeige ich euch da mal was. Hier sollte eigentlich eine Bibliothek hin, da wollte ich einen schönen Bücherregal hinmachen, aber das Kind hat gewonnen. Das ist jetzt unser Kaminzimmer. Hier verbringen wir morgens, wenn wir unseren Morgenkaffee trinken, sitzen wir hier sehr, sehr gerne. Ja, wenn das Wetter so schön ist wie heute, dann kann man bei uns beide Türen aufmachen und dann können wir das Licht und die Sonne und den Sommer hier mit reinholen. Ganz wichtig für uns auch, dass wir das Licht hier dimmen können in dem Raum, damit die Atmosphäre einfach etwas gemütlicher und gedämmter ist, wenn auch in den Wintertagen das Feuer im Hintergrund glimmert. Besonders an dem Raum finde ich hier diesen Tisch, den habe ich rausgesucht, den habe ich in einem Outlet oder in einem Shop gefunden, gesehen, dass es ein Designerstück ist und den habe ich dann sofort mitgenommen. Unser Einrichtungsstil ist eher minimalistisch. Wir versuchen eigentlich nicht alles vollzustellen, sondern ausgewählte Stücke gut zu platzieren. Klar, hier fehlen uns noch hier und da in Räumlichkeiten Bilder an der Wand. Das müssen wir auf jeden Fall noch umsetzen. Das ist der nächste Schritt für uns. Aber an und für sich fühlen wir uns hier alle ganz wohl, so wie es ist. Und eine Sache noch. Unser Bücherregal, was vorhin da angedacht war, ist jetzt unter diesem Tisch gelandet. Das werdet ihr gleich sehen. Und jetzt gehen wir ins Esszimmer. So, zu dem Raum ist ganz besonders diese Tischplatte. Die ist aus einem Stück aus dem Baum geschnitten und die Stellen, die eine Einkerbung haben, sind verharzt worden. Das ist ein besonderes Stück, weil ich diesen auch unbedingt haben wollte, beziehungsweise mein Mann und ich. Wir sind an einem Laden vorbei, der Echtholztische verkauft hat. Und da gab es diese Platte, in der wir uns sofort verliebt haben, vor allem, weil der halt so naturgetreu geblieben ist. Man sieht hier Einkerbungen, man sieht hier die Maserungen und das ist einfach ein wunderschönes Stück. Ansonsten ist hier ganz besonders dieser Kronleuchter, der hängt hier schon seit einer halben Ewigkeit. Den haben wir vom Vormieter übrigens übernommen und der vom Vormieter und der vom Vormieter. Genau, und deshalb ist dieser Raum eigentlich ein Grube der Fundstücke. So, das war's zu unserem Esszimmer. Wie ihr seht, ebenfalls minimalistisch eingerichtet. Und jetzt gehen wir in die Küche, in der wir am wenigsten Zeit verbringen. Ja, das Kochen liegt weder mir noch meinem Mann. Dementsprechend wird hier eigentlich wenig Zeit verbracht und wenig gekocht. Genutzter Gegenstand ist hier unser Kaffeeautomat. Der ist eigentlich ja, fast täglich und sehr oft im Einsatz. So, jetzt nehme ich euch mit in die Räumlichkeiten oben. Da habe ich nämlich ein bisschen mehr zu erzählen als hier in der Küche.
Etage und ich nehme euch mit ins Kinderzimmer. Wie man hier unschwer erkennen kann, ist hier das Zimmer von einem Jungen, der hier super gerne spielt. Wir haben hier eben Bällebad aufgestellt, weil er unfassbar Bälle liebt und dementsprechend spielt er hier super gerne drin und verteilt die Bälle hier überall und ich darf sie 20.000 Mal am Tag aufräumen. Hier an seinem Schlafbett haben wir ein paar Aufkleber angebracht, weil der kleine Sohnemann Cowboy-Indianer mag, dementsprechend Zelte, Cowboys, Indianer. Und so ist es auch ein bisschen gemütlicher für ihn, wenn er dann vom Bett runterschaut, dann sieht er auf die Sterne und auf die Wolken. Kleiner Tipp noch, wir haben hier, um das Zimmer sauber und ordentlich zu halten, so kleine Boxen in die Regale gepackt mit Tiermustern drauf. Dementsprechend ist es auch für ihn viel einfacher, wenn ich sage, okay, wir packen jetzt Lego in Kiste Bär oder die Plüschtiere in Kiste Pinguin. Dann kann man so spielerisch quasi mit ihm zusammen aufräumen und er versteht ganz genau, wo was hinkommt. Auf geht's in den nächsten Raum und zwar ist das mein Raum. So, hier sind wir jetzt im Ankleidezimmer. Das ist der Traum jeder Frau. Den habe ich mir jetzt endlich erfüllt. Groß genug, um alles unterzubekommen. Und mir war es wichtig, dass ich diese Elemente in der Mitte habe, dass ich mir meine Tagesoutfits erstmal hier hinlegen kann, raussuchen kann und dann anziehen kann. Hier mache ich mich an diesem schönen Tisch immer morgens immer fertig und frisch. Und dann kann der Tag starten. Wenn euch unser Einrichtungsstil gefällt, dann dürft ihr den Look gerne nachshoppen. Klickt einfach hierfür in den Link in der Videobeschreibung. Das Problem vieler Frauen ist der Schuhtick. Den habe ich natürlich auch. Und ich versuche, diese Babys so gut wie möglich zu pflegen und zu zeigen. Und ich genieße es auch, dass ich hier auf jeden Fall mein Reich habe und diesen verwirklichen konnte für mich. So, jetzt gehen wir ins Schlafzimmer, aber vorher einen kurzen Blick in das Badezimmer. Hier liebe ich die große Dusche, weil man da wirklich einfach ausgiebig und mit Kind und Mann und Familie duschen kann. Hier liebe ich es, dass die Dusche so groß ist und man einfach frei und ausgiebig duschen kann. Und jetzt kommt mit. Willkommen im Schlafzimmer. Hier ist der Raum ganz minimalistisch gehalten, ebenfalls wie die anderen Räume, aber ein wenig weniger, ja. Damit es hier einfach gemütlicher ist und man sich auf das Schlafen konzentrieren kann. Dieser Fernseher steht zwar da, wird aber nie genutzt. Und hier haben wir ein Bild hängen, das mich am Anfang sehr verwirrt hat, weil es hing in der Wohnung von meinem Single-Mann damals noch. Als wir zusammengekommen sind, ganz frisch, aber jetzt liebe ich es und es passt hier einfach wunderbar rein. So, und das war's hier unten. Jetzt gehen wir hoch in die anderen Räumlichkeiten. So, jetzt sind wir oben und ich nehme euch mit ins Büro. Hier sind wir in unserem Büroraum. Den wollte mein Mann unbedingt haben, weil er hier arbeiten wollen würde, von zu Hause aus. Er war bis jetzt, glaube ich, zweimal hier oben und der Raum wird überwiegend von mir benutzt. Ich bin von Beruf Architektin. Mein Mann und ich haben ein Unternehmen gemeinsam und dementsprechend gibt es auch von zu Hause aus viel zu tun und das erledigen wir hier in diesem Raum. Das ist unsere Büroecke. Hier vorne im Büro entsteht bald die Eishockey-Ecke von meinem Mann. Der ist ein riesen Eishockey-Fan. Und hier wird noch einiges an Einrichtung kommen. Und natürlich die Bar, da wo dann das Whisky reinkommt. Das war's dann hierzu und jetzt zeige ich euch mal unseren Gymraum. So, wir haben es fast geschafft. Hier sind zwar noch Räume, aber den zeige ich euch nicht. Mein Bruder hat hier heute übernachtet und hat das Bett natürlich nicht gemacht. Hier sind wir im Fitnessraum. Was richtet man sich ein, wenn man zu viele Räume hat? Ein Fitnessraum. Wie oft nutzt man den? Zweimal vielleicht im Monat. Allerdings war dieser Bike schon sehr oft im Betrieb gewesen. Jetzt, seitdem er hier oben steht, immer weniger. Und vor allem ist auch das Ding, wenn man viel zu tun hat, kommt man halt zu sowas immer seltener. Aber es ist da und es ist wirklich ein Mehrwert. Ihr Lieben, wie zu Beginn versprochen, zeige ich euch jetzt unseren Außenbereich. Hier lassen wir meistens, wenn so schöne Tage sind, die Tage und die Abende ausklingen. Ansonsten ist der Garten groß bei unserem Hund und unserem Kind angesagt. Hier wird geplanscht, gespielt, Bälle geworfen, gefangen, geklettert. Jedenfalls ist das hier im Sommer unser Außenraum und Wohnzimmerbereich. Falls euch das Video gefallen hat, schaut gerne in die Playlist für mehr Inspiration. Das war's von mir. Habt noch einen schönen Tag und danke, dass ihr dabei wart.